Hallo, ihr seid bei Vanessas Vlog. Ich bin Vanessa und heute gibt es wieder ein neues Video zum Thema Sommerkleidung für Babys und Kids. Und zwar möchte ich euch im heutigen Video zeigen, wie ihr diese, ich nenne es mal Shorts oder Panties oder kurze Pumphose, wie auch immer ihr es nennen möchtet, so kleine kurze Hosen für Babys nähen könnt. Das zeige ich euch heute. Das ist ein Modell aus Baumwolle, also schön leicht für den Sommer. Und das Schnittmuster ist von mir. Ihr bekommt es auf jeden Fall zur Verfügung gestellt. Und ja, das zeige ich euch. Und in diesem Video zeige ich euch auch gleichzeitig zwei Methoden, wie ihr Gummibänder einnähen könnt. Also schaut es euch an und macht mit. So, Ladies und hoffentlich auch Gentlemen, wir fangen mal damit an, was ich an Material besorgt habe. Und zwar habe ich das Schnittmuster, Rückseite und Vorderseite der Hose einmal aus Baumwollstoff ausgeschnitten. Das Schnittmuster stelle ich euch zur Verfügung. Das ist eigentlich eine Shorts für Größe 74, aber die kann locker auch von einer 68 getragen werden und unsere kleine Ella mit Größe 80 trägt die auch noch. Also das ist ganz flexibel, weil die Größe der Hose definiert sich letzten Endes über das Bündchen, das ihr einnäht. Von daher bei kleineren Größen sitzt die Hose dann etwas pluderiger, bei größeren Größen sitzt sie etwas strammer. Aber da seid ihr echt über ein paar Größen flexibel, von daher ist das echt super. Also Rückseite, Vorderseite der Hose aus Baumwolle. Das Schnittmuster hat keine Nahtzugabe. Ich mache an den Seiten und unten im Schritt 1 cm Nahtzugabe und die Nahtzugabe an den Bündchen, oben Bauch und unten Beine, richtet sich danach, was ihr für ein Gummiband einziehen möchtet. Und zwar oben für das Bauchbündchen habe ich ein Gummiband zugeschnitten, das ist 13 mm breit und weil das oben so eingefasst wird, habe ich halt oben 2 cm Nahtzugabe gemacht, damit das richtig schön umgeklappt werden kann. Unten bei den Beinbündchen habe ich ein Gummiband genommen, was 6 mm breit ist. Und das wird unten in so einen Tunnel eingezogen. Und den Tunnel habe ich 1,5 cm breit vorgesehen. Also da 1,5 cm Nahtzugabe. Die Gummibänder selber habe ich berechnet mit 70% des Bauchumfangs bzw. des Oberschenkelumfangs von euren Kleinen. 70% dieses Gummiband, was ich hier habe, das ist recht dehnbar. Da reichen 70%. Wenn ihr jetzt ein Gummiband nehmen würdet, so wie das hier, was weniger elastisch ist, dann würde ich mit 80% rechnen. Also es kommt immer darauf an, was ihr für Material benutzt. Je nachdem, was ihr für breite Gummibänder benutzt, richtet ihr die Nahtzugabe danach aus und je nachdem, wie dehnbar das Gummiband ist, berechnet ihr die Länge des Gummibandes entweder mit 70 oder mit 80% des Bauchumfangs bzw. des Oberschenkelumfangs. So, Vorder-Rückseite Baumwolle, Gummiband für den Bauch, Gummibänder für die Beinchen. Das ist alles, was wir brauchen, mal abgesehen vom Üblichen, und dann können wir auch loslegen. Wir fangen damit an, dass wir Vorder- und Rückseite der Hose rechts auf rechts zusammenlegen. So. Und für alle, die keine Overlock-Nähmaschine haben, so wie ich, heißt es jetzt erstmal die Seiten zusammennähen und auch gleichzeitig versäubern. Also ich nähe die Seiten und die Schrittnaht mit meinem 1 cm Nahtzugabe jetzt erstmal einmal zusammen im Zickzackstich. Und dann habe ich bei meiner Nähmaschine so einen Pseudo-Overlock-Stich zum Versäubern. Damit versäubere ich dann nochmal die Seiten, weil bei Baumwolle, das sieht man hier schon, die fängt sofort an auszufransen. Und um das zu verhindern, mache ich das jetzt einmal, wie gesagt, mit beiden Seitennähten und mit der Schrittnaht. Thank you.
So, bei meiner Hose ist jetzt alles zusammengenäht, also Seitennähte und Schrittnaht sind geschlossen. Ich habe alle Ränder versäubert, also auch bei den Beinbündchen und oben am Bauch, alles nochmal mit diesem Pseudo-Overlock-Stich übergenäht. Und jetzt geht es weiter mit dem Gummiband. Ich hatte euch ja gesagt, bei dieser Hose zeige ich euch zwei Möglichkeiten, ein Gummiband anzubringen. Das hier ist jetzt das breite Gummiband oben für den Bauch. Und ich habe mir hier schon 1 Zentimeter markiert. Und bei diesem Zentimeter lege ich das Gummiband jetzt übereinander und nähe das zu einem Ring zusammen. Und dann nähe ich einmal so ein Quadrat rundherum und dann noch einmal diagonal durch, dass das Gummiband schön zusammengenäht ist. Einfach mit einem Geradstich. So, wenn ihr das gemacht habt, dann teilt ihr euch das Bündchen auch in 4 gleiche Teile auf. Bei meinem Stoff habe ich das auch schon gemacht, 4 gleiche Teile. Und jetzt wird der Stoff an das Gummiband genäht oder auch andersrum. Und dafür legt ihr das Gummiband auf die linke Stoffseite. Steckt euch das an den Markierungen fest. So, sieht jetzt erstmal ein bisschen eng aus. Und jetzt näht ihr das Gummiband mit einem dehnbaren Stich, also zum Beispiel mit einem Zickzackstich fest. Und zwar dehnt ihr das Gummiband so, dass es so breit ist oder so lang ist wie der Stoff selber. Und dann näht ihr das Gummiband an der Oberkante, also ziemlich nah an der oberen Kante, an der Stoffkante mit dem Zickzackstich fest. Rundrum immer schön dehnen und darauf achten, dass Gummiband und Stoff gut aufeinander liegen. So sieht das Gummiband dann aus, wenn es fertig eingenäht ist, also auf der rechten Seite schön gerafft. Und im nächsten Schritt nehmt ihr jetzt das Gummiband und dann schlagt ihr den Stoff um das Gummiband einmal auf die linke Seite um. Die Kante von dem Gummiband, die kann man ganz gut erfüllen und da ziemlich eng an der Kante schlagt ihr den Stoff um. Ich mache das hier mal eben mit einer Klammer fest. So, und durch dieses Umschlagen ist die Naht, die wir eben gemacht haben, jetzt die Unterkante quasi von dem Gummiband. Und jetzt dehnt ihr beim nächsten Nähen den Stoff wieder so weit, dass er glatt ist, also so wie wir ihn eben auch gedehnt haben. Und nähen jetzt nochmal an der Unterkante entlang wieder mit einem Zickzackstich das Gummiband fest. Und dann haben wir nachher auf der rechten Seite das Gummiband schön unsichtbar oben im Bündchen versteckt. Also einmal oben das Gummiband umschlagen auf die linke Seite und dann an der Unterkante nochmal mit dem Zickzackstich auf Dehnung festnähen.
mache das immer beim Nähen, dass ich mir das nach und nach umschlage. Weil sowas Gerafftes vorher feststecken, das ist immer ein bisschen schwierig. So, damit ist mein Gummizug am Bauch schon mal fertig. Ich drehe die Buchse mal einmal auf rechts, um euch das zu zeigen. Also so sieht es dann aus, schön gleichmäßig gerafft. Und der Gummizug oder das Gummiband ist so eingeschlagen und nicht mehr sichtbar. Das war quasi die erste Variante, wie man ein Gummiband verarbeiten kann. Und jetzt zeige ich euch noch eine zweite bei den Weinbündchen. Und zwar wird da erstmal ein Tunnelzug genäht und das Gummiband wird später in diesen Tunnelzug eingezogen. Ich habe mir hier an den Beinen mit meinem Stift 1,5 cm markiert. Das ist diese Nahtzugabe, die ich vorgesehen habe für das Gummiband. Und bei diesen 1,5 cm knicke ich den Stoff jetzt auf die linke Seite um, stecke mir das fest und nähe das dann knackkantig an der offenen Kante, an der Oberkante in diesem Fall, fest, sodass ein Tunnelzug entsteht, wo hinterher das Gummiband eingezogen werden kann. Also bei 1,5 cm umschlagen und knackkantig festnähen. Wenn ihr jetzt den Tunnelzug näht, näht ihr den natürlich nicht rundherum komplett zu, sondern ihr müsst eine Öffnung lassen, wo ihr dann später das Gummiband einziehen könnt. Also irgendwo an einer Stelle, so 2-3 cm, lasst ihr frei, um das Gummiband einziehen zu können. So, mein Bein ist jetzt geschlossen bis auf diese Öffnung hier. Und dann nehme ich im nächsten Schritt mein Gummiband. Das wird natürlich jetzt nicht vorher zusammengenäht, sondern das wird jetzt erstmal in diesen Tunnelzug eingezogen. Und dafür spanne ich mir ein Ende auf eine Sicherheitsnadel. So. Und mit der Sicherheitsnadel schiebe ich das Gummiband jetzt hier durch den genähten Tunnelzug durch. Das geht ganz gut. Taste mich immer entlang dieser Sicherheitsnadel, schiebe den Stoff da drauf. Jeder, der eine Jogginghose oder einen Kapuzenpulli hat mit so einer Kordel, die immer in dem Tunnelzug verloren geht, der weiß, wie das funktioniert. So, und wenn ihr am Anfang wieder angekommen seid, dann schiebt ihr den Stoff zurück, den könnt ihr später noch gleichmäßig verteilen. Jetzt müsst ihr erstmal gut an das Gummiband drankommen. Sicherheitsnadel könnt ihr lösen. Und jetzt müsst ihr das Gummiband halt noch zusammennähen, da legt ihr das auch so glatt aufeinander der Länge nach. Auch so einen Zentimeter ungefähr und steppt das mit einem Zickzackstich fest. Machen wir das vorher noch eben mit einer Nadel fest, dass mir das beim Nähen nicht verrutscht. So. So, und wenn ihr das Gummiband zusammengenäht habt, dann könnt ihr das in das Beinchen ziehen, gleichmäßig verteilen und dann könnt ihr auch hier die restlichen 3 cm von eurem Tunnelzug zunähen. Fangt ihr ein bisschen weiter da an, wo ihr aufgehört habt, näht dann nochmal drüber und näht den Tunnelzug zu Ende zu.
Also, damit ist das Beinbündchen auch fertig. Auch da ist, das, ist der Stoff dann schön gleichmäßig gerafft. Und dieser Tunnelzug ist halt die zweite Variante oder die zweite Möglichkeit, die ich euch zeigen wollte, wie man ein Gummiband verarbeitet. Die erste Variante, wo man das Gummiband richtig am Stoff festnäht, eignet sich besser für breite Gummibänder. Und die zweite Variante hier mit dem Tunnelzug eignet sich gut für schmale Gummibänder. Also da habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten, wie ihr das in Zukunft machen könnt. Ich mache das jetzt noch eben bei meinem zweiten Beinchen und dann ist die Hose auch schon fertig. So Leute, meine kleine Sommershorts oder Panty ist fertig. Ich habe euch zwei verschiedene Methoden gezeigt, wie man Gummibänder einnähen kann. Und ich kann euch wirklich nur wärmstens empfehlen, macht es nach, probiert es aus. Das ist ein super easy Modell, also ihr könnt so eine Hose locker in einer halben Stunde nähen, das ist überhaupt kein Problem. Die sind für kleine Mädchen und kleine Jungs geeignet und die sehen wirklich super niedlich angezogen aus. Also ich zeige die Ella ja leider nicht im Internet, aber probiert es aus und zieht sie euren Kleinen an, es ist wirklich ganz süß. Und durch den Baumwollstoff sind die auch wirklich super geeignet jetzt für die warmen Temperaturen im Sommer. Und von daher, das Schnittmuster bekommt ihr von mir. Ihr braucht einfach nur noch loslegen. Probiert es aus. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nähen und bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit und bis bald.